Ja, hallo, herzlich willkommen im neuen Videoaufbau von den neuen Losi 5B. Heute machen wir die Vorderachse-Montage mit den gewichterleichterten Titanstangen, Spurstangen und Stoßdämpferhalter und hier die ganzen Aluschrauben und hier eben die Originalteile auf der Seite. Da wollte ich jetzt nochmal schnell die Gewichte durchgehen, dass man mal sieht, was das für Unterschiede sind. Fangen wir mal an mit diesen Original-Querlenker-Halter. Die wiegen 45 Gramm, die aus Titan 26 Gramm die wiegen 64 Gramm und aus Titan, ich sag das Wort so gerne, steht drauf, 35 Gramm. Zuletzt die Stoßdämpferhalter. 28 Gramm. Ich muss immer über den Kopf gucken. Und die aus Titan wiegen 16 Gramm. So, aber wir wollen ja das Gesamtgewicht eh wissen. Ich schmeiße alles jetzt hier rein. Weil die Waage geht eh nur bis 200 Gramm. Brauchen wir mal eine andere Waage. Und hier ist sie schon. So, 0 ist sie. Wiegt man erstmal die originalen Stahlteile. Sehen wir 335 Gramm. Originalstahl 335 Gramm. Null. Da haben wir 157 Gramm. So, tun wir das mal kurz ausrechnen. 178 Gramm Ersparnis. So, haben wir jetzt mal alles gewogen und jetzt kommen wir ja gleich mal zusammenbauen. Gut, sehen wir uns gleich wieder. Ich werde das alles parat legen und dann geht's zur Montage der Vorderachse. Viel Spaß. So, dann starten wir mal. Fangen wir an mit dem Servosaver und Anleitung alles parat. Werkzeug hoffe ich auch, also legen wir los. Viel Spaß. So, erster Fazit. So, der erste Teil ist getan, der Servosaver ist drin, hat ein paar Startschwierigkeiten.
hatte erst die falsche Platte hier eingebaut. Und da gibt es zwei verschiedene für den Lenkeinschlag. Wenn man den einbaut, hat man den gleichen Lenkeinschlag. Baut man die größere ein, geht das eine Rad dann gleich viel mehr. Ja, hier hätten sie eine kürzere Schraube nehmen können. Die kann ich später noch austauschen. Ja, aber es klappt soweit alles. Machen wir mal weiter. So, das kann erstmal weg. Kommen wir zum Getriebe oder Differential. Differentialgehäuse. Das habe ich schon fertig. Das kann man sich auch im anderen Video angucken. Hier habe ich auch Aluschrauben verwendet. Und innen drin so ein paar Titanstifte. Also, naja, zwei. Ja, hier habe ich also 10.000er Diff-Öl drin. Wie es in der Anleitung auch beschrieben war. Was dabei war. Gut, dann bauen wir das mal zusammen. Das ist mal wieder was Schönes. So, Fazit Frontdifferential. Ja, es war einfach jetzt mal zusammenzubauen. Hier ist irgendwie so hakt das bisschen. Ich hoffe, das läuft sich ein. Machen kann man da eh nichts. Ja, sieht schon mal schick aus. So, weiter geht's mit den zwei Antriebswellen. So, jetzt haben wir die vordersten Antriebswellen aufmontiert und jetzt gibt es eine Änderung. Das sind die Original-Mitnehmer und ich habe schon mal neue bestellt. Ich zeige es mal dichter. Das sind die Originalen und hier sind Spurverbreiterungen mit 7,5 mm extra. Weil ich bin so der Trucky-Fahrer und so kann ich das bisschen wieder ausgleichen. Ja, die Stifte, die sind auch alle aus Titan. Habe ich selber gemacht. Wir wollen ja überall sparen an Gewicht. Die kommen weg. Und machen wir die jetzt auch noch dran.
Jetzt fertig. So sieht das aus mit der Spurverbreiterung. Ja, eben habe ich noch diese Schutzscheibe vergessen. Muss ich noch schnell dran malen, aber jetzt ist es wieder fertig. Ja, mal gucken, wo es weitergeht. Der Teil ist jetzt auch fertig, aber ich muss morgen noch mal das auseinandernehmen. Da die Schraube, die ist mir zu lang, die stört. Das passt wahrscheinlich immer nicht richtig, wenn man Aluminium nimmt, sind da wahrscheinlich da immer irgendwelche Toleranzen. Aber das Gold macht was her. Naja. Oh. Machen wir weiter mit dem Differential. Also ich drehe erstmal mit der Originalschraube vor, weil mir das ein bisschen zu schwer geht, bevor ich mir die Aluschrauben rund drehe. Sicher ist sicher. Schon ganz ordentlich aus. Bisschen Gold, bisschen Blau. Ja, ich habe auch gleich, wo ich die Schraube ausgebohrt habe, hier drinne die Schrauben auch gekürzt. Also steht jetzt nichts mehr über. Das kann das perfekt lenken. Ja, so, machen wir noch den Stabilisator gleich rein.
So, wollen wir mal den unangenehmen Teil machen, die Spurstange in die Kugelköpfe machen. Das ist immer eine Mordsquälerei. Ja, 4 Stück kann man schon mal vorbehandeln mit einem Gewindeschneider. Und die anderen 4 muss man eben so reindrehen, weil die ja links-rechts Gewinde haben. Einer ist fertig, noch 3-mal. So, die 4 Stück auch fertig, vor der Zeit. Schlimme Arbeit immer, das geht auf die Finger. Na gut, weiter geht's. Fledermaus! Irgendwie erinnert mich das an eine Fledermaus. So, es hat Klick gemacht, ich habe mal mit dem Finger geschnipst und war fertig. So, nein, Scherz beiseite. Ja, der Speicher war voll und ich habe es nicht gemerkt. Na gut, jetzt habe ich die Vorderachse fertig. Es sind 2 Muttern übrig geblieben. Eine M5 und eine M4, keine Ahnung. Aber es ist alles im besten Zustand. Ja, dann mal zum Fazit. Oh, die Randale. Muss auch sein. Ja, war echt gute Arbeit. Haben jetzt insgesamt 181 Gramm bei der Vorderachse gespart. Das gefällt mir ganz gut. Es gab so ein paar Startschwierigkeiten. Eine Schraube ist mir abgebrochen, musste ich rausbohren. Eine war zu lang. Ne, 5 Schrauben waren zu lang. Wenn ihr euch erinnert, hier. In der Lenkung, da waren die Schrauben, haben übergestanden. Aber auf so ein paar Hindernisse muss man stoßen eben. Ja, jetzt ist die Vorderachse fertig. Ist ja ein großer Teil schon geschafft, weil da ist ja die Lenkung alles mit dran. Ist eigentlich so die meiste Arbeit. Ja, wenn es euch gefallen hat und möchtet weiter den Leichtbau
Aufbau mitverfolgen, dann abonniert mich oder gebt mir einen Daumen hoch, stellt Fragen oder Tipps. Ist nämlich auch erst mein erstes 1:5er Modell. Ich fahre sonst nur 1:8er Truckies. Aber was sein muss, muss sein. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem Hobby und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und könnt mir auch gerne folgen auf meinem Kanal. Ich werde nämlich noch ein paar Videos machen über das Modell. Und sage einfach mal Tschüss. Bis dahin. Viel Spaß mit eurem Hobby.